Also wir wollten keinen Überblick über die Geschichte der Landschaftsmalerei geben, sondern wir wollten nochmal die einzelnen Veränderungen, die in der Sicht auf die Landschaft durch die einzelnen Jahrhunderte, wir fangen ja im 17. Jahrhundert an und gehen bis in die Gegenwart, aufzeigen und da die einzelnen Brüche und Paradigmenwechsel aufzeigen. Ja, wir beginnen im ersten Raum, als das erste Mal bewusst wird, dass das Thema Landschaft als eigenständiges Thema sich in der Kunst etablieren kann, im 17. Jahrhundert, im goldenen Zeitalter in den Niederlanden, und gehen dann weiter zu Sehnsuchtsorten, das heißt, es wird Malerei des 17., 18. und auch des 19. Jahrhunderts gezeigt, in der Idyllen auch zu sehen sind, Orte, an die man sich wünschte oder die in der Vorstellung der Leute auch zu Sehnsuchtsorten wurden. Und es geht dann weiter mit der neuen Wahrnehmung der Landschaft, als die Künstler hinausgehen aus dem Atelier und sich jetzt für Licht, Luft, Atmosphäre beginnen zu interessieren. Dadurch natürlich auch eine schnellere, eine spontanere Malweise entstehen muss. Und hier mit sehr schönen Beispielen des Impressionismus und Expressionismus auch vertreten sind. Dann sieht man natürlich auch, dass Landschaften sehr abstrakt werden können. Ein wunderbares Beispiel ist in dieser Ausstellung die Folge von Roy Lichtenstein, wo wir einfach nur unten Erde oder Wasser, dann die Horizontlinie und oben den Himmel haben. Und aus diesen einzelnen Materialien, aus denen er die Bilder dieser Serie zusammensetzt, setzt sich bei uns im Kopf schon das Thema Landschaft fest. Und wir wissen, dass es hier sich um Landschaft handeln kann. Ich muss noch mal sagen,